Hi. Na, ihr lieben Leute. Willkommen zurück bei Wizard 101. Ich habe die Janina im Gepäck. Ich habe mit der gerade zusammen gebrütet. Rocco ist dabei herausgekommen. Und er wird gleich schlüpfen, mein kleiner Rocco. Und dann gucken wir mal, was wir aus dem machen. Und ja, ich habe gedacht, nehme ich die Janina mal kurz mit nach Chrysalis. Nach, in die Alcazar-Ruine. Da kann sie mir beim letzten Kampf helfen. Auch wenn ich den locker alleine hinbekommen würde. Aber, da geht es vielleicht ein bisschen schneller. Wenn sie jetzt schon mal gerade da ist. Okay. Und dann müssten wir, glaube ich, die Alcazar-Ruine geschafft haben, ne? Und dann geht's weiter. Ich bin schon sehr gespannt. Wirklich sehr gespannt. Alcazar-Ruine. Hallo, Alcazar-Ruine. Hier, Schlangeninsel. Hirsch. Krabbe. Phönix. Der gute alte Phönix. Bin da. So, was hatten wir denn da? Erstmal hatten wir einen ganz normalen... Hauptkartenspiel. Erstmal ein Straßenkampf. Ne, Quatsch. War gar kein, oder? War es jetzt oder war es nicht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Egal. Auf jetzt, war, weißt du? Kommen Sie! So, jetzt haben wir hier wieder den Kram. Ach, ich muss ja gar nicht den Dialog nochmal mitmachen. Alles klar, gut. Boss, ausrüsten. Was hatten wir drin? Wir waren eigentlich soweit parat. Ich hatte mich nur dumm vertan. Genau, ich hatte den Gegenschlag gezaubert, bevor ich das Feuerprisma gemacht hatte. Ansonsten ist alles schon so, wie es sein soll. Bereit? Papa Jacobo. Oh, Rocco ist geschlüpft. Oh, herzlichen Glückwunsch zur Geburt von Rocco. Hi, Rocco. Wie siehst du denn aus? Ach, Rocco sieht genauso aus wie meins. Erhält so Sockel, sobald uralt. 67. Gibt eine Karte. Auch die Feuerklinge. Ja, prima. Aber die ganzen anderen Sachen fehlen halt, ne? Und da müssen wir halt mal gucken. Ne? Was es damit auf sich hat. Baron Chili, Lord Hedwig, Rocky Rocco. Ich habe hier eins immer noch nicht freigeschaltet bei meinem, ne? Ja. Baby. Hm. Gut. Alles klar. Auf geht's. Auf in den Kampf. So, Dickerchen. Schön landen. Jetzt geht's rund. Wir sind als erstes am Zug. Geil, oh. Wie geil das jetzt ist, oder? Wir haben sogar als erstes das Feuerprisma drin. Haha, Papa Jacobo. Das ist direkt mal dein Untergang. Die Jane ist nämlich auch Feuerschülerin. Und jetzt machen wir dir Feuer unterm Hintern, dass dein Panzer knackt, wenn es dir heiß darunter wird. Oh, verpatzt, das tut mir ja gar nicht leid. Da können wir uns jetzt gleich in der nächsten Runde... Du kleiner Pimmel! Der macht ja tatsächlich, interessant. Okay, gut zu wissen. Total gut zu wissen. Braucht man den Ifrit? Nö, eigentlich ja nicht, ne?
Wir machen mal als erstes Sturmschild. Du kleiner Mistkäfer, du. Machst doch tatsächlich Erdbeben. Das ist ja nicht zu fassen, oder? Ja, gut, Leute. Das mit dem Brüten war jetzt eigentlich ziemlich unkompliziert, ne? Ach so. So, die Jane hat schon einmal Täuschen gemacht. Das heißt, ich könnte eigentlich auch einmal Täuschen wegmachen. Aber ich mache das Täuschen hier auf den... auf den hier, auf den Rasselfänger. Ja, und die Jane sagte mir hier, ihr Tierchen zaubert andauernd, andauernd. So, dann kriegst du das auch noch. Papa Jacobo. Jane ist, glaube ich, schon Level 120, ne? Ja, genau, hatte sie mir gesagt. Ich habe sie ja live getroffen, ne? Und wir unterhielten uns natürlich auch über Wizard 101. So, was machen wir? Was machen wir jetzt? Willst du heilen oder angreifen? Angezäunchen. Weil mir ist das egal. Ich muss hier nicht den dicken Angreifer machen. Weiß ja gar nicht, ob die... Heilige! Minus 50, sehr schön, aber ich habe jetzt minus 90 drauf. Hm, beim letzten Mal ist es nicht so. Okay, gucken wir einfach, wer als erstes aufgepowert ist. Spinkers, meine. Sodele, na gut. Soll ich jetzt schon den Gegenschlag machen? Ach, guck mal, sie macht schon den Gegenschlag. Prima. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann kann ich nämlich... Hallo, hallo, Kaius. Mache ich erstmal das hier. Sie macht schon den Gegenschlag. Top. Dann kann ich mir das nämlich sparen und schon direkt die ganzen Pips aufbewahren für die Feuerschlange. Das ist natürlich geil, wenn man zu zweit ist. Kann man es quasi in der Hälfte der Zeit schaffen. Aber hier der kleine Kerl, da braucht noch ein bisschen was. Darf nur kein Erdbeben mehr machen, ne? Das wäre nicht so gut. Weißt du, das hier müssen wir natürlich noch wegmachen. Das ist eher schlecht sogar. Ja, ist zwar total doof jetzt, aber sonst bringt es nichts. Dann brauche ich noch mehr Klingen. Der Rasselfänger hätte natürlich auch noch ein... Ach, guck mal, ich habe ja noch eins hier drin. Dann kriegt der hier nochmal Täuschen. Wie praktisch. Jane hat ja zwei Superpips. Auch nicht schlecht, oder? Okay, das tut weh. Obwohl, nö, das ging jetzt, ne? Ja, ja, zauber mal deinen Frosch. Der Frosch ist ja nicht wirklich schlimm, oder? Der gute alte Frosch. Froschi!
Ah, guck mal, wer da schon ist. Theoretisch ganz schön, praktisch, naja, müssen wir mal sehen. Du kriegst auf jeden Fall noch das hier. Und dann könnte ich in der nächsten Runde eigentlich angreifen. Bereits, oder? Ich weiß es nicht. Doch, doch, na klar kann ich angreifen. Der hat ja ein Feuerprisma drauf, wodurch der extra Schaden einsteckt. Das heißt, der Papa Jacobo geht kaputt, aber sein Begleiter, na, das weiß ich noch nicht, ob der kaputt geht. Sehen wir jetzt gleich. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, kannst mich nochmal kritisch angreifen. Kevin hat es gut ausgehalten. Gut, dann ist jetzt Papa Jacobo Geschichte. Oder? Ja, ist er. Sogar kritisch, wie geil. Dann ist auch der zweite kaputt. Oder? Zählt das kritisch auch für den zweiten? Weiß ich gerade gar nicht. 107.000. Du liebes Lieschen, oder? 6.000. Erledigt. Super. Oh, ich armer Thoma. Der Himmelsphönix. Er ist schon lange nicht mehr. Alles, was von ihm übrig ist, ist jenes versteinerte Ei dort. Du findest das Ei, von dem Papa Jacobo gesprochen hat. Es sieht eindeutig versteinert aus. Ein Phönix ist weit und breit nicht zu sehen. Du hoffst, dass Amelia mit diesem Ei etwas anfangen kann. Irgendwie. Okay. Aber ich habe hier in Dingenskirchen immer noch nicht diese Kugel gefunden, ne? Die ich sammeln muss. Dann gibt es hier bestimmt doch noch irgendwas, wo ich hin muss. Schade. Ich dachte, ich werde wirklich schon fertig hier mit der Alcazar-Ruine. Habe ich hier schon geguckt, ob hier irgendwo was ist? Naja. Mädchen. Der Himmelsphönix war nicht mehr dort? Das sind schlimme Neuigkeiten. Aber lass mich einmal das Ei sehen, das du gefunden hast. Ich glaube... Ja, wenn ich richtig liege, ist noch nicht alles verloren. Lege den Sternenglanz ins Zentrum der Formation. Lege nun vorsichtig auch das Ei in die Mulde, neben den Sternenglanz. Schauen wir doch mal, wie gut das Gedächtnis der Spirale ist. Ein Wesen reinen Sternenlichts des Sternenfeuers entschlüpft dem Ei. Der Himmelsphönix ist wahrlich beeindruckend. Oh! Er stößt einen schrillen Schrei aus und erhebt sich majestätisch in die Lüfte. Dann schießt plötzlich der Sternenglanz pfeilgerade in den dunklen Himmel. Höher und höher fliegt der Sternenglanz. Eine leise Melodie ertönt, die immer lauter wird. Aurora ist wieder da! Da oben muss ich bestimmt hin und kämpfen, oder? Bei der Spirale, Zauberer! Sieh nur, was du vollbracht hast! Dank deiner Hilfe schwebt ein Schloss inmitten der Sterne! Ich könnte stolzer nicht auf dich sein, guter Zauberer! Du hast diesem Land erneut etwas von jenem Licht wiedergegeben, in dem es einst erstrahlte. Bevor du dich aufmachst in das Zentrum der Macht der Schattenkönigin, erkunde dieses Sternenschloss. Erkunde die neue Aurora. Da war das Spiel wieder weg. Suche nach neuem Wissen, um dich für das zu wappnen, was dich erwartet. Morgantes Zorn wächst mit jedem Schritt, den du tust. Der Himmelsphönix wird dich hinauffliegen zur neuen Aurora. Amelia Sternenstaub wartet, Barbara. So, hoch geht's. Jetzt sind wir oben. Yeah.
Hallo? Ach, guck mal, da ist die Krabbe und der Hirsch und die Schlange und der Phönix. Da sind sie alle zusammen. Wunderbar, oder? Willkommen, Zauberwirker. Zauberer. Lichtbringer Aurora. Ich war dann dabei, minimiert sich das Spiel Arachne, hier. Jene vielversprechende und talentierte junge Dame zum Alcazar des strahlenden Urteils brachten. Die Höhlenbauer und Arachna mag eine lange Geschichte des Krieges verbinden. Doch die Astralschreine waren stets neutraler Boden. Und damals war die Lage ruhig. Leider gelang es Morgante nicht, die Anmut und die Leichtigkeit unserer Magie zu verstehen. Sie brauchte etwas, woran sie sich festhalten konnte. Etwas Greifbares, nicht das flüchtige Licht der Sterne. Die subtile Natur der Sterne machte sie wütend. Und auch wenn sie nicht in der Lage war, diese Magie zu beherrschen, so gelang es ihr doch, sie zu zerstören. Sprich mit den Himmelsaspekten, denen du geholfen hast. Höre ihnen gut zu. Danach kehre zu mir zurück. Okay, also mit denen muss ich ein Ründchen quatschen. Und muss ich hier oben denn auch noch kämpfen? Na, wir gucken uns in der nächsten Folge hier überall mal ein bisschen um. Zum Schlangenturm. Ach, hä? Ach so. Interessant. So sind die Türme jetzt miteinander verbunden. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüssi.